Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme City Skylines. Haben jetzt mal den Aufnahmemodus verändert. Vielleicht läuft es jetzt besser, ich weiß nicht. Kann es noch nicht sagen. Oh. Bei mir läuft es flüssig, aber ich sehe gerade beim Open Broadcast, der rechts ist, irgendwie. Es läuft so mit 30 FPS, wenn es still steht. Ich glaube, ich muss nochmal umschalten. Moment. Mal so rum. Ist halt jetzt wieder nur diese 20 FPS-Version, aber dafür läuft es dann. Komisch. Läuft es dann hier in der Aufnahme? Ding hier irgendwie flüssiger. Total strange gerade. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich kann es nicht in der Game-Aufnahme starten, was ich total seltsam finde. Aber nun gut. Vielleicht täuscht es auch bloß hier bei der Vorschau. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich mal wirklich eine Runde damit aufnehmen, aber ich. Aber wenn es da schon so kacke ausschaut rechts, dann glaube ich nicht, dass es in der Aufnahme besser wird. Nun gut, wir kommen jetzt langsam in den Plusbereich. William Cooper. Versandhandel Babys jetzt verfügbar. Suchen Sie sich selbst die besten Gene raus. Kostenloser Versand. Hack/slash Babys over. Bitte was? Okay. Nun gut. Yay, ich mache nur noch minus 3. Was sind das überhaupt für eine Einheit? War das ein Name? Cs. Das ist einfach nur Budget. Hat das einen Namen? Bei Sims war es, bei SimCity und so weiter, war es Simoleons? Wie nennt sich das jetzt? City Dollar. Keine Ahnung. Yay, wir machen Plus. Ich werde bekloppt. Was heißt denn das überhaupt? Geringe Nachfrage. Ah. Nachfragen. Hohe Nachfrage nach Wohngebieten. Okay, mache ich gleich. Was ist das? Geringe Nachfrage nach Industrie und Büro. Industrie. Warte, Industrie. Machen wir doch mal ganz kurz Industrie rein. Wo war denn das? Ist das? Was ist das da? Ja, das ist das. So. So, halt. Ach, mit Rechtsklick kann man das auch wieder entfernen. Ach, das ist cool. Kann ich das auch so überschreiben? Nee, aber ich kann es auch so entfernen. Ah, halt, nein! Stopp. Gelb. So, jetzt da. Und hohe Nachfrage nach Wohngebieten, hieß es. Wohngebiete, Wohngebiete, Wohngebiete. Ich müsste. Wohngebiete. Eigentlich könnte ich hier so fettes Wohngebiet machen. Sprich, ich bräuchte noch eine Straße, die nach rechts. War das war Straße, oder? Ne, ja, das war Straße. Kann ich hier einfach. Achso, kann ich hier ansetzen? Kann ich irgendwie hier ansetzen? Warum geht das nicht? Außerhalb der Stadtgrenze. Das ist schon außerhalb der Stadtgrenze. Na gut. Vielleicht mache ich doch irgendwo da hinten einfach die Straße. Komm, hier habe ich sowieso die Kreuze. Dann muss das hier kurz mal weichen. Dann kommt hier die Straße lang. Lass mal das mal ganz kurz. Wohngebiete. Achso. Ich hätte auch einen fetten Pinsel machen können, aber gut. Warte, Pinsel, Pinsel, Pinsel füllen. Das soll sowieso alles Wohngebiet werden. Es muss in der Nähe der Straße sein, okay. Jetzt ganz geringe Nachfrage noch nach Industrie. Nach Blau halt. Gewerbe. Packen wir das da noch hin. Halt, haben die überhaupt Wasser? Nein, die haben natürlich kein Wasser. So. Und Strom. Ja, okay, das geht ja hier rüber. Und sobald die sich hier so langsam aufbauen, wird da hinten auch Strom sein. Okay. Habe ich so eine Stromkette. Okay, gut. Wir kriegen Einwohner dazu. Wir kriegen inzwischen Geld dazu. Finde ich gut. Kann man so machen. Wie viele Einwohner habe ich denn jetzt? Immer noch keine 500. Was kann ich mit 500 dann machen? Was ist denn das? Müll. Achso, Müll kann ich dann machen. Gesundheit. Bildung vor allem. Genau. Aber ich glaube, es ist halt jetzt. Ich glaube, es ist nicht so optimal gebaut hier. Habe ich so das Gefühl. Aber wie gesagt, das ist jetzt mal die erste Karte.
das wird erstmal so ein Versuch sein, wie das Ganze so funktioniert. Hier ist erstmal so sozusagen das Kennenlernen, also das langsame Rantasten an das Spiel hier, sozusagen Tutorial-Modus. Erstmal kennenlernen, was kann passieren, was kann so schief gehen bei dem Ganzen. Ich glaube nicht, dass das jetzt die Stadt wird, die jetzt ewig gespielt wird, sondern dass das der Vorreiter ist. Das ist die Verschmutzung. Ja, Normalbetrieb. Ungebildet. 6 verfügbare Arbeitsstellen. Ja, wir haben 6 verfügbare Arbeitsstellen. Wie schaut es überhaupt mit Verkehr und so aus? Ist da viel los hier an der Kreuzung? Nee. Weil wir haben ja bloß diese beiden Kreuzungen hier. Was eigentlich ein bisschen schwachsinnig ist. Hier diese Doppelkreuzung vor allem. Das wird, glaube ich, noch später ziemlich viele Probleme geben. Habe ich so das Gefühl. Werde ich auf jeden Fall umbauen müssen. Huch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glühstrom 500! Neues Feature! Steuern! Neues Feature Darlehen! Okay. Neue Dienstleistungen, Müll- und Gesundheitswesen sowie Bildung. Demnach auch neue Gebäude, Grundschule, eine Arztpraxis und eine Mülldeponie halt für die drei Bereiche. Was jetzt eine falsche Reihenfolge ist, aber gut. Coole Sache. Monumente? Einstände? Errungenschaften? Achso, okay. Okay. Müll, Grundschule, Arztpraxis. Yay! Gut. Müll, Grundschule, Arztpraxis. Das fangen wir an. Müll wahrscheinlich. Müll! Bei uns ist die Müllverwaltung eine Mülldeponie oder eine Müllverbrennungsanlage. Da die Abfallwirtschaft aber Umweltverschmutzung verursacht, sollten die Einrichtungen weit entfernt von Wohngebieten errichtet werden. Müll, der sich in Wohngebieten auftürmt, führt im Laufe der Zeit ebenfalls zur Umweltverschmutzung. Sorgen Sie also dafür, dass Sie genügend Mülleinrichtungen haben, Mülldeponien und Müllverbrennungsanlagen. Schicken Müllwagen aus, um den Müll abzuholen. Sorgen Sie dafür, dass Sie in der Stadt gut vorankommen können. Bei guten Verbindungen mit großen Straßen können Müllwagen schnell in der Stadt kommen. Irgendwie kann ich gerade nicht lesen. Ja, Sie kommen halt schnell herum. Machen Sie bei der Platzierung der Gebäude darauf, welche Gebietsgrößen die vorhandenen Straßen effizient versorgen. Okay. Gebäude muss neben einer Straße platziert werden. Okay. Wenn ich das einfach hier hinten dann dran klatsch, weil hier hinten ist ja sowieso das Böse. Eine Verfangsanlage kann ich noch nicht. Brauche ich hier einfach mal so ein Sträßchen. Ich würde hier aber auch gerne eine Art Kreuzung noch reinhauen. So, Müll. Mülldeponie. So. Warte, ich habe noch gar nicht alles gelesen. Nanoforschungen von... Meh. Will das mal lesen. Beim Nanobot-Forschung wird von vielen Regierungen finanziert. Die Möglichkeiten sind schier endlos. Hashtag Nanomachines. Ich will da gerne da drauf. Die Stadt befindet sich aber meist im Wachstum darauf, dass wir zu einer Metropole werden. Was ist denn jetzt kaputt? Hallo? Ah, jetzt da. Okay. Den Müll rauszubringen ist gerade so bequem wie nie zuvor geworden. Hashtag Garbage, Hashtag Taking Out the Trash. Oh Mann, da Twitter-Nachricht hier. Beraterhilfe. Bauen Sie Straßen, grenzte Gebiete neben Ihnen ab, damit die Bürger einziehen können. Weilen Sie die Stadt, um weitere Dienstleistungen freizuschalten. Klicken Sie für Hilfe auf die Fragezeichen. Okay. Und ich frage, habe durch Fragezeichen. Macht Sinn. Boah, irgendwie ist es gerade schon wieder so laut. Ich glaube, das Ganze vor, mal Musik ein bisschen. Ich mache mal nochmal Hauptlautstärke auch runter. So. Na gut, Moment, das war jetzt das eine. Dann hätte ich gern ein Gesundheitswesen. Zur Beibehaltung der Bürgerzufriedenheit müssen Sie dafür sorgen, dass es genügend medizinische Einrichtungen gibt und dann diese Gebiete über gute Verkehrsverbindungen verfügen. Probleme wie Umweltverschmutzung, Kriminalität und kontaminiertes Wasser reduzieren die Gesundheit ihrer Bürger. Kranke Bürger werden von Krankenwagen abgeholt, können die Krankenhäuser aber auch mit Privatautos erreichen, ungeachtet dessen, wie gut ihre Gesundheit ist, altern ihre Bürger schließlich und sterben. Die lebenden Bürger möchten ihren Lieben ihre Auferwartung machen. Dafür ist ein Friedhof als Grabstätte in der Stadt unerlässlich. Friedhöfe und Krematorien
Kümmern Sie sich um die Verstorbenen und lassen Sie von Kranken wegen abholen. Achten Sie bei der Platzierung eines Gebäudes darauf, welche Gebietsgröße die vorhandenen Straßen effizient versorgen können. Also mal. Also da wird alles gerade versorgt. Ich würde das jetzt hier auch gerne in die Ecke pflanzen, ehrlich gesagt. So. Opfer ich halt ein paar Häuser. Aber dafür passt es hier. So, wie breit ist das nochmal? 4. 4. So, kurz schauen. Wo ich jetzt die Straßen. Dann will ich sehr effizient mal ausnutzen. Ist eigentlich ganz praktisch, dass man weiß, wie groß es ist. 2, 4. Also muss es hier sein. Machen wir mal hier den Rundweg. So, dann kann ich nämlich hier sagen, ich will das alles als. Will das alles so haben? Okay. Huch, was ist das weg? Nein, ich will die Piratenhilfe gerade nicht. Huch, verkauft. Lol. So, jetzt habe ich hier Gebäude verschieben. Ach cool, man kann hier Gebäude verschieben. Ach, das ist geil. So was hätte ich gern für SimCity gehabt. Dass ich Gebäude einfach, solche wichtigen Gebäude einfach mal an einen Ort hinstellen kann, wo sie wichtig sind. Weil du kannst ja zwar eben, ja, zerstören, nicht verkaufen. Waren die halt, weiß Gott, wo. Jetzt habe ich es hier ineffizient gemacht, gell? Wegen dem Platz. Scheiße. Da habe ich es gerade so schön ausgemessen. Ja, 4, 4. Läuft, aber hier habe ich es jetzt total verpeilt. Klappt das überhaupt? Dass sie sich dann direkt nebeneinander platzieren? Stimmt, das weiß ich noch gar nicht. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Weil hier habe ich jetzt wahnsinnig viel Platz eigentlich verschenkt. Das ist blöd. Schaut das hier aus. Es sind 2, 4, 6, 7. Da passen ja nochmal Häuser rein in hier. Ich könnte halt höchstens machen, dass ich hier so Sträßchen. Zweispurige. Ich könnte hier so. Das ist mal tricky. 2, 4. Na, ich will. Ich will gerne. Na, shit. 2, 4. Ich will genau dahin. Ich komme gerade. Nein, jetzt, ich will. Nein! Nein! Ich will. Scheiße, ich komme da gerade nicht hin. Ich will dahin. Und hier eine Einbahnstraße dran haben. So. Hier ausfüllen, hier ausfüllen. So. Kann ich hier so die Zwischenräume langsam ausfüllen? Hat es überhaupt Wasser und Strom? Wasser ja, Strom ist eigentlich auch. Gut, was fehlt mir jetzt eigentlich noch? Grundschule, Bildung, genau. Bildung. Können wir nur den Grundschule, Jugendliche besuchen Oberschulen und junge Erwachsene können sich an Universitäten fortbilden, sofern eine verfügbar ist. Die Ausbildung ist abgeschlossen, wenn ein Bürger, während er in einer Schule registriert ist, die Altersgrenze überschreitet. Sie sehen also, Bildung dauert einige Zeit. Ein funktionierendes Schulsystem bringt gebildete Erwachsene vor, die technologisch hoch anspruchsvolle Arbeitsplätze in der Industrie und in Büros ausfüllen können und so die Technologiestufe der Stadt erhöhen. Achten Sie bei der Platzierung eines Gebäudes darauf, welche Gebietsgrößen vor die vorhandenen Straßen effizient versorgen können. Sie vorher. Hier würde ich sogar. Warte, hier. Na, hier würde ich hinten ganz, nicht ganz erreichen. Obwohl ich ganz hier. Warte, so. Da würde ich fast alles erreichen hier sogar. Ziemlich gut. Da erreiche ich sogar alles. Gut. Na, ich will das Gebäude hier nicht mehr haben. So. Da kann ich das Ganze wieder verschieben. Budgetfenster aufrufen. Okay. Was heißt das überhaupt?
Ach so, das ist direkt das da. Kann ich sagen, wie viel Geld die kriegen und okay. Interessant. Wie schaut es hier eigentlich aus? Funktioniert das so, wie ich es mir gedacht habe? Tatsache. Auch wenn es nicht ganz so will, wie ich will. Hier klappt es, aber hier ist noch gar nichts gebaut. Komisch. Nun gut, ich brauche auf jeden Fall noch mehr hohe Nachfrage nach Wohngebieten, mittlere Nachfrage nach Gewerbegebieten. Stimmt, da habe ich jetzt auch nicht so viel. Da habe ich halt diese lustige Straße in der Mitte. Wie machen wir das denn? Wie machen wir das denn? Wo baue ich das denn hin? Ich kann das auch einfach sagen. Ich mache vielleicht, wenn ich hier das Wohngebiet weg mache. Oder ich mache hier hinten einfach. Warte mal. Idee. Halt nicht alles entfernen. Ich will ein bestimmtes Gebiet entfernen. Das alles entfernen. Das alles blau machen. Dann gibt es hier noch eine Straße. Hier gibt es noch jetzt noch eine. Hier geht es noch eine Einbahnstraße gleich rein. Warte. So. So. Das weg. So. Das müsste es eigentlich passen. Moment. Shit, das ist jetzt aber auch eine Einbahnstraße, oder? Verdammt, warte. Das soll eine normale Straße werden. So, jetzt da. So ist richtig. Habe ich bisher eine Einbahnstraße, hier eine beidseitige. Dann das Ganze jetzt noch blau. Das jetzt noch blau machen. Halt. Du auch. Du auch. Wie alles eigentlich. So, jetzt da. So wollte ich das haben. Immer noch hohe Anfrage an. Ach du Scheiße. Hohe Anfrage an. Ach du Scheiße. Okay. So, jetzt das Ganze mal ein bisschen intelligenter gestalten. Was ist überhaupt so? Arbeitsplätze. Ja, okay. Ich brauche ganz, ganz viele Leute. Wie es ausschaut. Ich brauche immer meine Straßen. So. Ich kann natürlich auch. Das Blöde ist hier, dass jetzt ist. Ich kann. Hä, wieso ist das jetzt eigentlich nicht mehr gelb? Warum bist du denn nicht gelb? Interessant. Straßen. Zweispurige Straße. Wie mache ich das jetzt? Natürlich hier noch ein paar Einbahnstraßen noch reinziehen, aber das ist jetzt auch nicht die Lösung, weil ich brauche richtig viel. Sehr hohe Nachfrage in Wohngebieten. Ich glaube, ich muss sowieso hier. Kann ich das nicht hier mal zusammenführen? So. Warte mal, ich brauche mal kurz die Freistraßenführung. Warte mal, ich hab immer so das Gefühl, ich habe hier einen Knick in der Optik. Ich will das ein bisschen mittig reinlaufen lassen.
Was passiert, wenn ich denn das hier mache? Das schaut ja heiß aus. Kann ich von hier aus eigentlich dann sagen, ich will sowas haben? Gott. Warte, warte, das passt ja gar nicht. Ah, nein! Warte mal, ich bin kurz... Okay. Geht auf jeden Fall schon mal nicht so. Dann machen wir halt einmal den hier. So, und machen dann einfach den hier. Den. Wie ist auch das bereits belegt? Was passiert damit dann? Ja, okay, dann halt so. Ist ja jetzt auch, nein, schaut überhaupt nicht schön aus. Kann ich nicht auch, warte. Ich bastle hier jetzt mal gerade ein bisschen rum, glaube ich. Hier wird ständig weggemacht und wieder neu hingemacht. Kann ich nicht auch... Gebogene Straße, so. So, nee. Ach nee, das war freie Straße, was ich wollte. Fuck. Nein! Na! Straße. So. Nee, das passt schon. So. Ich will so einen Kreisverkehr machen. Wie geht denn das? Ah, warte mal. Nee. So. So. Oh Gott. Oh Gott. Das am Kreis muss ich nochmal üben. Ach du Scheiße. Oh Gott, das schaut, oh Gott, schaut das grottig aus. Warte mal. Gibt es einen fertigen Kreisverkehr? Moment mal, den gab es doch hier irgendwo. Ach, das war bloß mit zwei. Dann machen wir das hier, den hier hin. Und hier jetzt noch so eine... Oder eine gebogene Straße. Egal, dann wird es jetzt so eine. Komm, hier, die Straße führt zu einem Kreisverkehr und die ist sozusagen der schnelle Weg nach rechts rum. Keine Ahnung, schaut, ist auch nicht jetzt wirklich eine Schönheit. Schaut irgendwie interessant aus. Okay. Nun gut, das habe ich genug hier rumgebastelt. Brauch mal kurz noch ein paar Straßen. Gut, jetzt sagen, das führt jetzt einfach noch bis hierher. Halt. Nee, Schmarrn. Ach, in die geradlinige Straße. So. Machen wir das mal bis hierher, so. Oh Gott, das schaut auch wieder sehr abenteuerlich aus. Mach das... Ah, nicht gelb. Mach das grün. Macht. Ich will das grün haben. Ich will das hier grün auf jeden Fall haben. Das hier kann von mir aus blau werden. Mal schauen, was da entsteht bei diesen Popeldingern. Da brauche ich hier noch Wasser. Und Strom müsste ja eigentlich ankommen, sobald die Gebäude gebaut sind. Puh, ist gar nicht so einfach. Wie schaut es hier unten aus? Habe ich außerdem das Geld wieder weggemacht? Nee. Aber es wird nicht gebaut, einfach weil keine Nachfrage da ist wahrscheinlich. Wohngebiete müssen halt wie bekloppt wachsen. So, oh, Entschuldigung. Mein Stuhl knarzt gerne mal wieder. So. Tja, mein Kreisverkehr da. Nun gut. Ich glaube, es wird Zeit, die Folge wieder zu beenden. Wir sehen uns dann das nächste Mal.
Man sieht schon, ich muss noch ein bisschen lernen, ein bisschen auch Optimierung mit Straßenführung. Das ist ja noch sehr abenteuerlich bei mir, wie man sieht. Wie lange habe ich da jetzt rumgemacht? Auf jeden Fall zu lange. Und wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder. Bis dann, tschüss.